20 mysteriöse Dinge in der Nähe von Area 51 gefunden. So. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Tachchen. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein Video rein, welches heißt 20 mysteriöse Dinge in der Nähe von Area 51 gefunden. So, ich glaube, wir haben uns noch kein Video über die Area 51 im Stream reingezogen. Und deswegen habe ich richtig Bock drauf und ich bin gespannt, was hier erzählt wird, Freunde. Gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben und den Kanal natürlich abonnieren. Was soll ich euch sagen? Gerne auch mal auf Twitch vorbeikommen, unten in der Beschreibung verlinkt. Und wichtig auch, der Discord ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr Videovorschläge reinhauen. Also ich fände es geil, wenn mehr Leute wieder aktiv Videovorschläge in den Discord reinfetzen. Interessante Videos über alle verschiedenen Themen. Gesundheit, Politik, Gesellschaft, alle diese Geschichten, da interessiere ich mich auf jeden Fall für. Und deswegen gerne den Link nutzen und eure Lieblingsvideos reinschicken. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Ich würde sagen, es geht los. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Area 51 ist ein geheimnisvoller Ort in dieser riesigen Wüste von Nevada, nördlich von Las Vegas in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um eine hochgeheime Militäreinrichtung, deren Zweck es war, fortschrittliche Flugzeuge und Technologien zu... Ey, war das nicht mal so, dass Area 51 eine Verschwörungstheorie war auch? Dass sie gesagt haben, das gibt's gar nicht? Früher, ganz früher? Kann mir das einer bestätigen? In der Umgebung der Area 51 wurden jedoch auch regelmäßig unerklärliche Ereignisse und Sichtungen außerirdischer Aktivitäten gemeldet. Ich sag dir ehrlich, diese UFOs, die wir aktuell sehen, die sind gebaut in der Area 51. Das sagt mir mein Feeling, Visio. Heute werden wir euch 20 davon vorstellen. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Rachel, Nevada ist eine kleine Stadt in der Wüste nahe der Grenzen von Area 51. Im Laufe der Jahre ist die Stadt zu einem beliebten Ziel für verschiedene UFO-Sichtungen geworden. Siehst du, Digga, die forschen da an diesen UFOs und bauen diese Sachen da. Oder das kann doch gut möglich sein, oder nicht, Freunde? Der bekanntesten Vorfälle ereignete sich 1996, als Zeugen berichteten, dass Militärpersonal ein seltsames Objekt geborgen hatte. In der Nähe dieser Stadt verläuft die Route 375, die auch als Extraterrestrial Highway bekannt ist. Dieser Highway führt durch das Gebiet und Zeugen behaupten, hier UFOs und andere paranormale Phänomene gesehen zu haben. Gibt's da sogar so ein Schild, Digga? Durch das Gebiet und Zeugen behaupten, hier UFOs und andere paranormale Phänomene gesehen zu haben. Bro, die haben in der Area 51 Project Bluebeam vorbereitet, Digi. Eine weitere beliebte Attraktion in der Gegend ist das Alien Research Center, ein Geschenkeladen und Museum mit einer Sammlung von UFO-bezogenen Artefakten und Souvenirs. Dieses Gebiet ist zu einem Drehkreuz für viele Menschen geworden, die die umliegende Wüste erkunden und einen Blick auf außerirdische Aktivitäten erhaschen möchten. Nummer 19. Guck mal, das Ding ist so, Digga. Der Rhinox sagt gerade nein, glaube ich nicht. Unser Alien-Verschwörer, der Jutzte. Aber es ist doch schon dubios, dass. Warum gibt es da einen Highway, wo oft diese Dinge gesichtet werden? Warum da? Warum in der Area 51 Nähe? Weißt du? Warum da so extrem viel mehr als sonst wo? Als Frage in den Raum einfach. Im folgenden Video sehen wir den Fahrer eines weißen, unauffälligen Autos, der dabei erwischt wird, wie er Briefkästen außerhalb der Area 51 durchsucht. Ihr fragt euch vielleicht, warum Area 51 überhaupt einen Briefkasten hat. Seit dieser Entdeckung ist es ein Rätsel, welche Art von Post in diese Briefkästen gelangt. Gerüchten zufolge werden die schwarzen Briefkästen vom US-Militär für die Lagerung und den Transport von Ausrüstung und Vorräten an abgelegenen Orten verwendet. Kästen sind schwarz und oft mit einem weißen USAF-Logo versehen, das für United States Air Force steht. Sie sind so konzipiert, dass sie mit ihrer Umgebung verschmelzen und werden oft in abgelegenen Gebieten versteckt, um nicht entdeckt zu werden. Im Zusammenhang mit der Area... Warum, Digga? Verstehe ich nicht, Bro. Sag ich dir ehrlich. Warum? Hä? Ist viel zu gefährlich, dass da irgendeiner so ein Ding aufbricht oder so. Weißt du, was ich meine? Die One werden schwarze Briefkästen... Vielleicht sind es Briefkästen, die genutzt werden für den Kontakt mit Aliens, Bro. Vielleicht lassen die da Nachrichten einfach. Weißt du, was ich meine? Per Post so. Vielleicht gibt's Alien-Brieftauben.
Alien-Postboten, Bro. Verschwörungstheorien und Spekulationen über die geheimen Aktivitäten der Basis in Verbindung gebracht. Einige Leute glauben, dass die Briefkästen zum Transport von geheimem Material oder zur Kommunikation mit... Transport mit... Bro, das machst du doch dann nicht irgendwo draußen, wo jeder Zugriff drauf hat quasi, weißt du, was ich meine? ...zwischen Wesen verwendet wird. Ah, hier, Digga, Alien Mail Only, siehste? Hab ich schon vermutet. Andere glauben, dass sie für die Lagerung und den Transport von Spitzentechnologie oder anderen streng geheimen Materialien verwendet werden. Ja, genau, streng geheime Materialien einfach außerhalb von dem... Nee, Digga. Nummer 18. Tickabow Peak ist ein Berggipfel in der Wüste von Nevada, etwa 42 Kilometer nordwestlich von Area 51. Er gilt als der beste Aussichtspunkt, um die streng geheime Militärbasis Area 51 zu beobachten. Der Tickabow Peak liegt auf einer Höhe von 2730 Metern und bietet einen klaren Blick auf die Landebahn, die Hangars und andere Strukturen der Area 51. Der Zugang zum Tickabow Peak ist jedoch beschränkt und Besucher müssen eine Erlaubnis einholen, um auf den Gipfel zu wandern. Sobald sie die Erlaubnis erhalten haben, müssen sie bestimmte Richtlinien befolgen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten und die Umwelt zu schützen. Es gibt mehrere Berichte über seltsame Sichtungen von Menschen, die auf dem Gipfel des Tickabow Peak waren. Zu diesen Berichten gehören unidentifizierte Flugobjekte, die über oder in der Nähe der Area 51 schwebten, ungewöhnliche Flugzeuge mit seltsamen Formen und Mustern, sowie helle Lichter oder Blitze, die von der Basis ausgingen. Heutzutage müssen Besucher im Voraus eine Genehmigung beantragen und auf den ausgewiesenen Wegen bleiben, um zu verhindern, dass sie auf etwas stoßen oder etwas sehen, was sie nicht sehen sollen. Nummer 17. Google Maps ist ein weit verbreiteter digitaler Kartendienst, mit dem man virtuell um die ganze Welt reisen kann. Aber manchmal, wenn man genau hinschaut, kann man seltsame Dinge entdecken, die auf den ersten Blick unerklärlich erscheinen. Echt? Einige Fälle gegeben, in denen Menschen behaupteten, Beweise für mysteriöse Objekte oder Strukturen in der Nähe der Area 51 gefunden zu haben. Zwei dieser Fälle betreffen die angebliche Entdeckung eines riesigen Roboters und eines Objektportals. Guck dir das an, Digga. Im Jahr 2016 behauptete ein Mann namens Scott C. Waring, auf Google Maps ein Bild gefunden zu haben, das einen riesigen Roboter in der Nähe der Area 51 zeigte. Das Bild schien eine etwa 15 Meter große humanoide Figur zu zeigen, Bro, hör doch auf. Neben der zwei kleinere Roboter zu stehen schienen. Das Bild verbreitete sich schnell im Internet und viele Menschen spekulierten, dass es sich um ein geheimes Militärprojekt oder sogar um Das ist halt mit Bildern und so, Bruder, das kann alles gefaked sein, weißt du, was ich meine? Das kann alles gefaked sein, Bro. Du erkennst ja gar nichts, weißt du? Ich bin bei dem Thema extrem skeptisch, weißt du, was ich meine? So, Rhinox zum Beispiel ist einer, der ist nicht so skeptisch, also es gibt verschiedene Ansichten, so, manche Leute fressen das voll, andere Leute sagen, hey, Bro, das ist irgendwie komisch, weißt du? Man weiß es halt am Ende des Tages nicht, das ist mir auch wichtig zu sagen, ich weiß es nicht, wenn am Ende rauskommt, dass es echt Aliens gibt, Area 51 und die das vor uns geheim halten und mit den UFOs und so und das stimmt alles und so, dann hat man mich eines Besseren belehrt, aber ich bin auf jeden Fall skeptical bei those types of conversations, bro. Aktivitäten handelt. In einem anderen Fall behauptete ein UFO-Enthusiast auf Google Maps ein Bild gefunden zu haben, das ein mysteriöses... Und warum sagt, ich hinterfrage sogar das Hinterfragen? Wichtig, wichtig. Objektportal in der Nähe der Area 51 zeigte. Das Bild schien eine kreisförmige Öffnung im Boden zu zeigen, die von einem Ring aus Steinen umgeben war. Bro, das sieht krass aus. Die Leute glaubten, dieses Bild sei ein Beweis für einen geheimen Eingang oder... Was denkt ihr? Eins in den Chat, wenn ihr sagt, das Bild sieht fake aus. Zwei in den Chat, wenn ihr sagt, boah, das sieht schon, das ist echt safe. Ein Portal in eine andere Dimension. Ein Portal in eine andere Dimension, ey. Jetzt sind wir da. Alufolie um den Kopf wickeln, meine lieben Freunde. Peter geht los. 16. Area 6 ist ein abgelegener Ort innerhalb des Test- und Übungsgeländes von Nevada, das an Area 51 angrenzt. Hier werden unbemannte Flugzeuge, Drohnen und andere fortschrittliche Technologien getestet. Area 6 wurde ursprünglich in den 1950er Jahren errichtet und während des Kalten Krieges für Atomtests genutzt. In den letzten Jahren wurde das Gelände jedoch zu einem Testgelände für die neueste Drohnentechnologie umfunktioniert. Testgelände für die neueste Drohnentechnologie, siehst du? Die genaue Art der in Area 6 durchgeführten Tests ist geheim. Das Gelände verfügt über eine 1500 Meter lange Start- und Landebahn sowie mehrere Hangars und Nebengebäude. Außerdem gibt es in dem Gebiet verschiedene Radaranlagen und andere Überwachungseinrichtungen. Area 6 ist zwar nicht so bekannt wie sein Nachbar Area 51, hat aber in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit in den Medien erregt.
Im Jahr 2016 wurde bekannt, dass Area 6 für die Erprobung eines Prototyps des RQ-170 Sentinel-Drohne genutzt wurde, die vom US-Militär für Aufklärungs- und Überwachungsmissionen eingesetzt wird. Nummer 5. Die Tonopah Test Range ist eine streng geheime Militäreinlage in der Wüste von Nevada, nordwestlich der Area 51. Sie wurde als Testgelände für Atomwaffen eingerichtet und später für die Erprobung von Tarnkappenflugzeugen und anderen fortschrittlichen Militärtechnologien genutzt. Auf der Seite befinden sich ein großer Flugplatz, mehrere Hangars und Gebäude sowie ein unterirdisches Netz von Tunneln und Bunkern, die zur... Ich meine, allein, dass die da an Flugobjekten forschen, so, das ist für mich naheliegend, dass die halt auch Flugobjekte basteln, die wir so noch nicht gesehen haben, Digga. Weiß ich nicht, ist gar nicht, ist doch überhaupt nicht weit hergeholt, oder? ...lagerung und für Tests genutzt werden. Die F-117 Nighthawk, das erste einsatzfähige Tarnkappenflugzeug der Welt, wurde hier getestet. Das Gelände ist schwer bewacht und der Zugang wird streng kontrolliert. Das Gelände ist außerdem von einem großen Sicherheitsbereich umgeben und der Zutritt für Unbefugte ist verboten. Einige Leute glauben, dass dieser Ort für geheime Experimente mit außerirdischer Technologie oder anderen paranormalen Phänomenen genutzt wird. Einigen Berichten zufolge stürzte in der Nähe des Geländes ein mysteriöses Objekt ab, das anschließend von Militärangehörigen geborgen wurde. Nummer 14. Der Begriff schwarze Hubschrauber wird häufig in Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit der US-Regierung und dem Militär verwendet. Oh shit. Den Gerüchten zufolge handelt es sich bei schwarzen Hubschraubern um nicht gekennzeichnete oder nicht identifizierbare Hubschrauber, die von der Regierung für verdächtige Zwecke eingesetzt werden. In Bezug auf die Area 51 vermuten einige, dass schwarze Hubschrauber vom Militär eingesetzt werden, für was? Um den Luftraum um die Basis zu überwachen und geheime Operationen in der Umgebung durchzuführen. Einige glauben, dass die Hubschrauber für den Transport von Personal und Material zur und von der Basis eingesetzt werden, während andere vermuten, dass sie zur Überwachung und Einschüchterung von Zivilisten eingesetzt werden, die die Basis von nahegelegenen Aussichtspunkten aus beobachten. Das US-Militär hat... Ja, aber das ist ja jetzt nicht, was hat das mit Verschwörungstheorien zu tun? Weißt du, wie ich meine? ...bestritten, dass schwarze Hubschrauber für geheime oder verdächtige Zwecke eingesetzt werden. Es stimmt zwar, dass das Militär verschiedene Hubschrauber in der Nähe der Area 51 einsetzt, aber diese Hubschrauber haben oft erkennbare Merkmale und werden für reguläre Trainings- und Betriebszwecke verwendet. Wem gehören also diese schwarzen Hubschrauber, die mehrfach mit der Kamera eingefangen wurden? Oh shit, Digga, sind das Alien-Hubschrauber? Was denkt ihr darüber? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 13. Das nächste Video zeigt eine Gruppe von Menschen, die eine Bahre mit einem außerirdischen Körper transportieren. Ach du Scheiße, jetzt sind wir da, Freunde. Jetzt sind wir aber da, Bruder. Rhinox, bist du da? Viele glauben, dass dies ein Beweis für die Vertuschung außerirdischen Lebens und außerirdischer Aktivitäten in Area 51 durch die Regierung ist. Der Geschichte zufolge geschah dies nach dem berühmten Roswell-Vorfall. Im Juli 1947 stürzte ein seltsames Objekt auf einer Ranch in der Nähe von Roswell, New Mexico ab. Einige Theorien besagen, dass das Militär nicht nur das Raumschiff, sondern auch die Körper mehrerer außerirdischer Wesen an Bord des Raumschiffs fand. Die Geschichte besagt, dass sie die außerirdischen Wesen zur Area 51 brachten und dort Experimente an ihnen durchführten. Wer von euch kann sich vorstellen, dass die echten Außerirdischen... dass die echt schon mal einen Außerirdischen gefunden haben, den geborgen haben und dann da Forschungen angestellt haben. Stell dir mal vor, die haben da echt so damals schon so einen Alien gefunden so und die wissen das die ganze Zeit und keiner von uns weiß Bescheid so. Und das ist möglich, die amerikanische Regierung hat auf jeden Fall das Zeug dazu, um sowas zu verheimlichen. Nummer 12. Janet Airlines ist eine streng geheime Fluggesellschaft, die von Las Vegas aus mehrere geheime Militäreinrichtungen anfliegt, darunter auch die Area 51. Die Fluggesellschaft wird von AECOM, einem privaten Rüstungsunternehmen, betrieben und befindet sich vermutlich im Besitz der US Air Force. Ey, wer findet das Video? Rhinox sagt, das Video ist Trash. Ich finde das Video eigentlich sehr, ich finde es cool, so einfach allgemeine Informationen mal so ein bisschen über die Area 51. Macht mal eins in den Chat, wenn ihr das auch cool findet, das Video. Der Name Janet ist angeblich ein Akronym für Just Another Non-Existent Terminal. Die Fluggesellschaft... Just another non-existing terminal. Ach krass. Fügt über eine Flotte von nicht gekennzeichneten Boeing 737 und 737-600, die weiß mit einem roten Streifen lackiert sind und keine sichtbaren Logos oder andere Kennzeichnungen aufweisen. Janet Airlines operiert von einem privaten Terminal am McCarran International Airport in Las Vegas aus, der für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.
Das Terminal ist von einem Zaun umgeben und wird von Sicherheitspersonal streng bewacht und der Betrieb der Fluggesellschaft ist geheimnisumwittert. Natürlich glauben einige Leute, dass die Fluggesellschaft auch für den Transport außerirdischer Technologie oder anderer geheimer Materialien genutzt wird. Im Jahr 2012 musste eine 737-Maschine der Janet Airlines auf dem Die USA sind auf jeden Fall, die sind das capable, also die werden, Mann, Digga, deutsche Wörter fallen mir nicht ein. Die wären auf jeden Fall in der Lage, solche Sachen vor uns zu vertuschen. Sagen wir es mal so. Ob die es machen oder nicht, weiß ich nicht, aber die wären auf jeden Fall in der Lage. Von ein paar Test Range Airport notlanden. Die genaue Art des Notfalls ist nicht bekannt, aber das Flugzeug landete sicher und es wurden keine Verletzungen gemeldet. Es bleibt jedoch ein Rätsel, was für eine Fracht an Bord des Flugzeugs war. Nummer 11. Bob Lazar ist eine umstrittene Figur, die behauptet, in einer streng geheimen Einrichtung in der Nähe der Area 51 namens S4 gearbeitet zu haben. Er behauptet, dass sich diese Einrichtung in der Nähe des Papoose Lake befindet und durch einen geheimen Eingang an der Seite eines Berges zugänglich ist. Bob Shit. Zufolge dient die Einrichtung der Erforschung und dem Reverse Engineering außerirdischer Technologie. Eine der Reverse Engineering außerirdischer Technologie, davon habe ich auch schon mal gehört. Also die versuchen dann rauszufinden, wie das andersrum ist Engineering. Nicht irgendwelche Dinge erfinden oder neu machen, sondern Dinge, die es gibt, versuchen zu verstehen. Die Behauptungen von Bob ist, dass er an den Antriebssystemen von 9 fliegenden Untertassen gearbeitet hat, die angeblich von der US-Regierung geborgen wurden. Er behauptet, dass diese Untertassen von einer geheimnisvollen außerirdischen Substanz namens Element 115 angetrieben wurden, seiner Meinung nach dazu diente, eine Gravitationswelle zu erzeugen, die es den Untertassen ermöglichte, schneller als mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen. Bob behauptet auch, dass er während seiner Arbeit antigravitationmäßig bei S4 die Körper mehrerer außerirdischer Wesen gesehen hat. Er beschreibt diese Wesen als klein, mit großen Köpfen und Augen und biologisch ähnlich wie Menschen. Unabhängig davon, ob er die Wahrheit sagt oder nicht, hat Bob seine Geschichte über seine Erlebnisse jahrzehntelang aufrechterhalten, obwohl er viel Kritik und Skepsis von Seiten der Menschen erfahren hat. Nummer 10. In den 1950er und 1960er Jahren war die Area 51 nicht als Area 51 bekannt. Zu dieser Zeit wurde es als Paradise Ranch bezeichnet. Der Name diente als Tarnung für die wahre Natur der Basis, die eine ultrageheime Testeinrichtung für fortschrittliche Militärtechnologien war. Ultrageheime Einrichtung für Fortschritt von Technologie, so das ist. Der Name Paradise Ranch sollte den Eindruck erwecken, dass es sich um eine friedliche Basis und nicht um eine streng gesicherte und geheime Militäreinrichtung handelte. Außerdem sollte es ist halt, wenn man halt weit geht, so, ne? Ich schmeiß mal die Theoretiker-Vibes an gerade. Wenn die jetzt zum Beispiel irgendwelche Technologien entwickeln, ne, die crazy sind, die wir so noch nicht kennen und noch nie gesehen haben, und dann es so aussehen lassen, als ob die von Außerirdischen sind, und dann irgendwann sagen, dass wir von Außerirdischen bedroht werden, und dann irgendwann sagen, dass wir eine Weltregierung einführen müssen. Also ich komme immer wieder zurück auf dieses Project Blue Beam. Weißt du, was ich meine? Es ist halt einfach in meinem Kopf drin. Was soll ich dir sagen? Und wenn du sowas in deinem Kopf hast, so, dann versuchst du halt auch, das zu verknüpfen so ein bisschen. Und einfach mal so die Theoretiker-Vibes anzuschmeißen, weißt du? Heißt nicht, dass es stimmt. Ist einfach nur eine Theorie. Zu beitragen, die wahre Natur des Stützpunkts vor sowjetischen Spionagesatelliten und anderen potenziellen Geheimdienstquellen zu verbergen. Der Name Paradise Ranch wurde schließlich in den 1960er Jahren fallen gelassen, als der Stützpunkt bekannter wurde und sein wahrer Zweck auch bekannter wurde. Paradise Ranch ist übrigens nur einer von mehreren Tarnnamen, die im Laufe der Jahre für die Area 51 verwendet wurden. Die Basis war unter verschiedenen anderen Namen bekannt, darunter Dreamland, Groom Lake und Watertown. Krass. Nummer 9. Art Bell war ein beliebter Late-Night-Radiomoderator, bekannt für seine Diskussionen über paranormale und Verschwörungsthemen. Im Jahr 1997 erhielt er einen Anruf von einem Mann, der behauptete, in die Area 51 eingedrungen zu sein und dort gearbeitet zu haben. Er erzählte auch über geheime Regierungsprojekte im Zusammenhang mit außerirdischer Technologie zu wissen. Der Anrufer, der sich als Victor zu erkennen gab, behauptete, auf dem Stützpunkt als Wissenschaftler gearbeitet zu haben und an der Erforschung verschiedener fortschrittlicher Technologien beteiligt gewesen zu sein, darunter auch Anti-Schwerkraft-Antriebssysteme. Er behauptete auch, auf der Basis außerirdische Wesen gesehen zu haben und zu einer Aufräummannschaft zu gehören, die für die Beseitigung ihrer Leichen zuständig war. Der Telefonanruf wurde berühmt und löste in den Medien und unter Verschwörungstheoretikern viele Diskussionen aus. Einige glaubten, dass der Anrufer ein echter Whistleblower war, der sein Leben riskierte, um die Wahrheit über Area 51 und die
Ich find's auch faszinierend, dass diese angeblich gefundenen Aliens immer genauso aussehen wie in den Hollywood-Filmen, wo die über Aliens handeln. So, weißt du, wie ich meine? Guck, die Aliens sehen genauso aus wie die Aliens in den Filmen. Warum? Könnte man jetzt von zwei Seiten sehen. Man könnte entweder sagen, dass die echten Alien gefunden haben und dann die Filme darauf basierend gemacht haben, oder dass sie die Filme gemacht haben und dann einfach solche Aliens fälschen und dann sagen, hier, guck mal, ich bin neben einem Alien, weißt du? Verwicklung der Regierung in die außerirdische Technologie zu enthüllen. Er beschrieb die Wesen als nicht menschlich, mit großen Augen und langen Fingern. Seltsamerweise hörte man nach dem Telefonat nichts mehr von Victor. Was glaubt ihr, was ihm zugestoßen sein könnte? Nummer 8. Wenn ihr dieses Foto zum ersten Mal seht, könnt ihr wahrscheinlich denken, dass es ein UFO in der Nähe von der Area 51 ist. Nee, das sieht aus wie irgendeine Maschine, Digga. Irgendwas Ingenieursmäßiges so. Nein, es ist kein UFO. Es handelt sich um das Yucca Mountain Nuclear Waste Repository, ein geologisches Tiefenlager für abgebrannte Kernbrennstoffe und andere hochradioaktive Abfälle. Dieser geheimnisvolle Ort befindet sich in Nevada, nordwestlich von Las Vegas. Er befindet sich auch in der Nähe der Nevada National Security Site, einem ehemaligen Atomtestgelände in der Nähe der Area 51. Der Standort wurde aufgrund seiner abgelegenen, seiner geologisch stabilen Bedingungen ausgewählt, da eine Schicht aus vulkanischem Tuffstein vermutlich eine natürliche Barriere für die Abfälle darstellt. Der Vorschlag für das Endlager war von Anfang an umstritten, da Anwohner und Umweltgruppen Bedenken wegen der möglichen Risiken der Lagerung radioaktiver Abfälle äußerten. Nach Ansicht einiger Leute birgt dieser Standort jedoch noch ein weiteres Geheimnis. Es wird vermutet, dass es geheime Tunnel oder unterirdische Anlagen gibt, die die beiden Standorte miteinander verbinden. Andere behaupten, dass das Endlager zur Lagerung von klassifiziertem Nuklearmaterial oder anderen geheimen Regierungsgegenständen verwendet werden kann. Seit Jahren gibt es Spekulationen und Gerüchte über die Existenz von unterirdischen Tunneln und Einrichtungen in und um Area 51. Einige glauben, dass der Stützpunkt ein ausgedehntes Netzwerk unterirdischer Gänge und Kammern beherbergt, die für vertrauliche Regierungsaktivitäten genutzt werden, einschließlich der Lagerung von fortschrittlichen Technologien und außerirdischen Artefakten. Im Juni 2000... Digga, stell dir mal vor, es gibt echt so eine Außerirdische... Das ist schon crazy, Alter. Umso mehr wir uns damit beschäftigen, umso mehr stelle ich mir das vor, dass wir einfach irgendwie... Stell dir vor, Digga, Alter. Du sitzt zu Hause, auf einmal kommt so ein Alien, Bro. Krass, Digga. Das ist schon wild. Nur so vorstellungshalber, weißt du, wie ich meine? Crazy. 20 behauptete ein Twitter-Nutzer, Google-Satellitenbilder gefunden zu haben, die scheinbar Eingänge zu unterirdischen Tunneln in der Area 51 zeigten. Die Bilder zeigten eine Reihe von rechteckigen Strukturen und Bodenöffnungen in der Nähe der Landebahn des Stützpunkts. Diese Bilder verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien und führten zu weit verbreiteten Spekulationen über die mögliche Nutzung und die Geheimnisse dieser Tunnel. Einige Leute vermuten, dass die Tunnel mit Gerüchten über unterirdische Einrichtungen auf dem Stützpunkt in Verbindung stehen könnten, während andere spekulieren, dass sie Teil eines geheimen Transportnetzes sein könnten. Trotz aller Aufmerksamkeit hat die US-Regierung die Existenz von unterirdischen Tunneln oder Einrichtungen in der Area 51 nie offiziell bestätigt. Ja, ich glaube, da so jetzt mal unabhängig von Aliens und Außerirdischen, glaube ich, dass sie... Es gibt ja so viele CIA-Sachen, die einfach classified sind, wo man sagt, ey, das würde die nationale Sicherheit gefährden, wenn das die Bevölkerung wissen würde. Und ich glaube, da gibt es einige Themen, von denen wir nicht mal ansatzweise eine Ahnung haben, so. Die ablaufen, weißt du, wie ich meine? Erstmal mit ihm spazieren gehen und Rhinox anrufen. Was würdet ihr machen, wenn ihr einen Alien sehen würdet, so? Wenn ihr wirklich ein Lebewesen sehen würdet, was nicht so scheint, als ob es von dieser Erde kommt. Was würdet ihr machen, Digga? Seid mal ehrlich. Das würde mich interessieren. Was würdet ihr machen in dieser Situation? Schockstarre. Hab in letzter Zeit versucht, paar Mal Aliens zu kontaktieren, connecten. Ich küsse dein Herz, Yasuke. Nummer klären. Wenn, dann sind sie nicht bösartig. Ich glaube, ich würde einen Spliff rauchen, Digga, mit dem. Ich schwör's dir, ich würde einen drehen. Ich würde sagen, hier, probier mal, Bro. Dann sitzen einfach totlachen, weißt du, wie ich meine? Auf entspannt. Nummer 6. Die Lockheed U-2 und die SR-71 Blackbird sind von Lockheed Martin entwickelte Flugzeuge, die für Aufklärungsmissionen und das Sammeln von Informationen eingesetzt werden.
Die Lockheed U-2 wurde in den 1950er Jahren als Teil eines ultrageheimen Programms entwickelt, um Aufklärungsflüge in großer Höhe über der Sowjetunion durchzuführen. Die Sowjetunion, na Mann. U konnte in Höhen von bis zu 21 Kilometern fliegen, was es nahezu unmöglich machte, das Flugzeug zu entdecken oder abzufangen. Sie wurde während des Kalten Krieges ausgiebig eingesetzt, um Informationen über die Sowjetunion und andere strategische Ziele zu sammeln. Heißt es nicht Sowjetunion? Nicht Sowjetunion? Out. SR-71 Blackbird ist ein weiteres Flugzeug, das in den 1960er Jahren als Nachfolger der U-2 entwickelt wurde. Die SR-71 konnte mit Geschwindigkeiten von bis zu Mach 3, dreifache Schallgeschwindigkeit, und in Höhen von bis zu 26.000 Metern fliegen. Und dann haben wir noch die Aurora. Die Aurora ist ein Flugzeug, von dem man annimmt, dass es der Nachfolger der SR-71 Blackbird ist. Es soll ein Aufklärungsflugzeug sein, das in großer Höhe und mit hoher Geschwindigkeit fliegen kann. Es soll in der Lage sein, Geschwindigkeiten von bis zu Mach 6, sechsfache Schallgeschwindigkeit, zu erreichen. Obwohl die US-Regierung dieses Flugzeug nie offiziell bestätigt hat, gibt es viele Gerüchte darüber. Alle drei Krass, siehst du? Flugzeuge sollen in der Area 51 getestet und entwickelt worden sein. Nummer 5. Die Camo Dudes sind eine Gruppe von Sicherheitskräften, die das Gebiet um Camo Dudes 51 bewachen und verhindern sollen, dass Unbefugte die Basis betreten. Shit, Digga, die ziehen Waffen und so, wa? Und die Utes haben ihren Namen von ihrer unverwechselbaren Tarnuniform, die es ihnen ermöglicht, mit der umgebenden Wüstenlandschaft zu verschmelzen. Sie sind bekannt für ihr hartes und einschüchterndes Auftreten und sind oft mit starken Waffen und anderer Ausrüstung ausgestattet. Camo Dudes. Die Hauptaufgabe der Camo Dudes besteht darin, die Geheimhaltung und Sicherheit der Area 51 zu schützen. Sie patrouillieren im Umkreis und halten Unbefugte fern. Die Camo Dudes sind zu einer Art Legende in der Area 51-Fangemeinschaft geworden und viele Menschen sind von ihrer Anwesenheit tatsächlich fasziniert. Wenn ihr euch jedoch in der Nähe von der Area 51 aufhaltet, ist es unwahrscheinlich... Die Amis sind krank, Alter, die shooten auch einfach mal, wenn es drauf ankommt. ...wahrscheinlich, dass ihr ihnen direkt begegnen werdet. Aber sie werden euch aus der Ferne im Auge behalten. Aber was ist jetzt die Verschwörung? Ist doch klar, dass man neue Militärtechnologie geheim hält. Wer hat denn gesagt, dass wir uns hier mit Verschwörungen beschäftigen? Wir operieren in der Realität, Bro. Die einzige Verschwörungstheorie, wo ich voll am Start bin eigentlich, ist NASA-Sache. Aber wir sind auch kein Kanal, der sich nur mit Verschwörungstheorien auseinandersetzt. So. Hier und da zieht man sich gerne mal was rein, aber das ist einfach ein Video über die Area 51. 20 mysteriöse Dinge in der Nähe von Area 51 gefunden. Es gab mehrere Fälle, in denen die Camo Dudes Unbefugte festnehmen mussten, die in das Sperrgebiet der Area 51 eingedrungen waren. Nummer 4. Das Nevada-Dreieck ist eine Region im Südwesten der Vereinigten Staaten, die mit einer Reihe von mysteriösen, verschwinden und unerklärlichen Phänomenen in Verbindung. Oh shit, Nevada-Dreieck ist so wie das Bermuda-Dreieck. Haben wir uns eigentlich Bermuda-Dreieck-Mammis recherchiert, reingezogen? Nee, ne? Auch nicht, glaube ich. Gedacht wird. Das Nevada-Dreieck ist definiert als das Gebiet zwischen Las Vegas, Reno und Fresno, Kalifornien und... Vegas, Digga, da war ich auch noch nie. Wer von euch war schon mal in Vegas? ...fast einen großen Teil der Weste von Nevada und die umliegenden Bergketten. Das Phänomen des Nevada-Dreiecks ähnelt dem des Bermuda-Dreiecks, da es sich um das unerklärliche Verschwinden von Flugzeugen und andere Vorfälle in der Luftfahrt sowie um andere mysteriöse Ereignisse handelt. Das Nevada-Dreieck ist jedoch weniger bekannt als das Bermuda-Dreieck und es gibt weniger Dokumentation und Forschung zu diesem Thema. Einige der mit dem Nevada-Dreieck in Verbindung gebrachten Phänomene sind unerklärliche Flugzeugabstürze, das Verschwinden von Flugzeugen und anderen Fahrzeugen, mysteriöse Lichter und andere seltsame Wettermuster. Es gibt auch Spekulationen, dass das Gebiet geheime Militäreinrichtungen oder andere verborgene Aktivitäten beherbergt, während andere glauben, dass die Phänomene mit außerirdischen Aktivitäten zusammenhängen könnten. Nummer 3. UFOs über der Area 51 sind seit Jahren Gegenstand von Faszination. Ach du Scheiße, was ist das denn? Und Spekulationen. Zahlreiche Berichte so. Was war denn das für ein UFO, Digga? Guck mal. 51 sind seit Jahren Gegenstand von Faszination und Spekulationen. Zahlreiche Berichte sowohl von Zivilisten als auch von Militärangehörigen behaupten. Rhinox, wir sind da. Unidentifizierte Flugobjekte in der Nähe der streng geheimen Militärbasis gesehen zu haben. In einem Video. Ein riesiges UFO zu sehen, das den Himmel erhält, sich zunächst zusammenfügt und dann in zwei Flugzeuge aufspaltet. Boah, Digga, was? Im Juni 2019 entdeckten Wanderer, die den Tickaboo Peak erklommen, Hubschrauber, Lastwagen und Flugzeuge.
Sie behaupteten auch, ein UFO gesehen zu haben, das in der Nähe eines Flugzeugs schwebte und in einen Hangar eindrang. Es wurde auch einer der berühmten HH-60 Pave Hawk Hubschrauber gesichtet, die für den Schutz der Area 51 bekannt sind. Man muss jedoch nicht auf einen Berg klettern, um ein UFO über der Area 51 zu sehen. Man kann auch Luftaufnahmen machen. Ein Passagier auf einem Flug von Kalifornien nach Texas zückte sein Handy und fotografierte schillernde Lichter in der Wüste von Nevada. Seid jedoch vorsichtig, wenn ihr euch entschließt, Area 51 zu stürmen. Sobald ihr das Warnschild übersehen habt, werdet ihr strafrechtlich verfolgt und ein Militärfahrzeug wird euch sofort finden. Im Januar 2021 fotografierte ein Pilot namens Gabe Siefman eine seltsame dreieckige Form in einem offenen Hangar. Tatsächlich machte er hunderte von Fotos und einige Leute sagen, dass die qualitativ hochwertigen Fotos zu den besten Beweisen für UFOs gehören, die gemacht wurden. In einem anderen Video sehen wir ein ganzes Transportteam der Polizei in der Nähe der Area 51, nachdem ein UFO gesichtet wurde. Es stürzte offenbar ab und der Polizeikonvoi beeilte sich, es zum Stützpunkt zu bringen. Aber glücklicherweise hielt eine Person den Moment mit der Kamera fest. Fliegende Untertassen, na Mann. Ja, entweder außerirdische oder einfach irgendwelche Militärdings hier. Technologien, die verborgen werden, wenn ich das so sagen darf. Zwei. Die M-Höhle. Lass mal eine Doku über Geister schauen. Nee, Digga, fühle ich nicht Geister. Es ist ein abgelegenes und gefährliches Gebiet an der Grenze zur Area 51 in Nevada. Die Höhle ist für ihr schwieriges Terrain bekannt und war im Laufe der Jahre Schauplatz verschiedener Unfälle und tödlicher Zwischenfälle. Trotz der... Dieses UFO ist viel zu filmartig. Ja, das ist halt krass, dass die alle, dass die ganzen Sachen von Aliens genauso aussehen wie in den Filmen, die wir reingezogen haben. Independence Day, E.T., bla bla bla. Waren hat sie abenteuerlistige Entdecker angezogen, darunter auch einen Mann namens Kenny Veach. Kenny? Durch seine YouTube-Videos, in denen er abgelegene und verlassene Orte erkundet, im Internet berühmt. Im November 2014 veröffentlichte Kenny ein Video, in dem er seine Suche nach einer geheimnisvollen Höhle beschrieb, die er bei einer früheren Wanderung in der Nähe der Area 51 gesehen hatte. Er behauptete, dass die Höhle die Form des Buchstabens M hatte und dass er sie bei seinen vorherigen Versuchen nicht finden konnte. Kurz nachdem er das Video veröffentlicht hatte, machte sich Kenny erneut auf die Suche nach der Höhle. Er kehrte jedoch nicht zurück und sein Verschwinden führte zu einer groß angelegten Suche, an der sich lokale Behörden und Freiwillige beteiligten. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen wurde nie wieder eine Spur von Kenny gefunden und sein Schicksal bleibt unbekannt. Die Umstände seines Verschwindens haben zu zahlreichen Spekulationen geführt. Einige vermuten, dass er über etwas gestolpert sein könnte, das mit der Area 51 in Verbindung steht. Okay, jetzt kommt Nummer 1. Nummer 1. Der UFO-Absturz von Roswell im Jahr 1947. 1947, krass. Einer der bekanntesten und umstrittensten Vorfälle in der Geschichte der UFO-Sichtungen und außerirdischen Wesen. Nach offizieller Darstellung der Regierung handelte es sich bei dem Vorfall um einen Wetterballon, der in der Nähe von Roswell, New Mexico abstürzte. Viele Menschen glauben jedoch, dass der Absturz tatsächlich auf ein Was ist das denn für ein Video? Guck mal, das Raumschiff zurückzuführen ist, das vom US-Militär geborgen wurde. Der Vorfall begann im Juli 1947, als ein Rancher namens Mac Brazel seltsame Trümmer auf seiner Schafweide in der Nähe von Roswell entdeckte. Er meldete den Vorfall. Hab ich auch schon mal gehört, Digga. Roswell. Den örtlichen Behörden, die den Ort untersuchten und einige der Trümmerteile einsammelten. Die Trümmer wurden anfangs als leichtes metallisches Material beschrieben, wie man es noch nie zuvor gesehen hatte. Einigen Berichten zufolge wiesen die an der Absturzstelle geborgenen Trümmer seltsame, hieroglyphenähnliche Markierungen auf. Okay. Zeugen behaupten auch, an der Absturzstelle außerirdische Körper gesehen zu haben, die zur weiteren Untersuchung in die Area 51 gebracht wurden. Die offizielle Erklärung des Militärs lautete, dass die Trümmer tatsächlich zu einem streng geheimen Überwachungsballonprojekt namens Projekt Mogul gehörten. Projekt Mogul? In dieser Erklärung stammten die Trümmer von einem Höhenballon, der zur Überwachung sowjetischer Atomtests eingesetzt wurde. Ey, was war eigentlich mit diesem komischen Ballon, der auf einmal in Amerika aufgetaucht ist, den die auch abgeknallt haben? Das war auch eine wilde Geschichte, ne? Einfach so ein Ballon und dann angeblich von China und so. Mann, Alter, was machen die mit uns, ja? Die verwirren uns. Glaubt ihr, dass es außerirdische Wesen gibt und habt ihr selbst schon einmal ein UFO gesehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Lasst es mich im Chat wissen, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Hoch. Wenn ihr es von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut.
Digga, fühle ich, Digga. 20 Zeitkapseln, die du niemals öffnen solltest. 20 Dinge, die die Menschheit nie sehen sollte. 20 mysteriöse Dinge, die niemand erklären kann. Sind eigentlich, also ich fand das Video eigentlich spannend, da sage ich euch ehrlich. YouTube, gerne eure Meinung zu den ganzen Themen unten in die Kommentare reinschreiben und gerne auch Feedback geben, ob wir noch mehr Videos von ihm reinziehen sollen. Ich fand seine Videos echt cool, Digga, sag ich ehrlich. Also ich fand das Video cool. Cool zusammengefasst, viele verschiedene Themen in einem Video. Feier ich, Digga. Stimme angenehm. Weißt du, was ich meine? Kann man sich definitiv die ein oder anderen Videos von reinziehen. Ich liebe euch, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace out. Ah jo, Digga. Bisho. Manche behaupten, sie haben dieses Wrack in die Antarktis gebracht, wo sie im Verborgenen mit fortschrittlicher Technik forschen. Aber es ist doch viel zu kalt da, Bro. Dann lieber nach Nevada, oder? Halte ich für unwahrscheinlich, dass irgendwelche Aliens Scheinwerfer benutzen wie wir, also als ob die Licht so wahrnehmen wie wir. Digga, wir wissen es halt nicht. Weißt du, wie ich meine? Wir wissen es halt nicht.